Also Leute, jetzt hier Ducati Monster, 34 PS gegen Yamaha MT-07 mit 48 PS. Huch, gerade ein bisschen... Junge, bisschen unterschätzt, Alter. Oh, hier ein schöner Trabi. Boah, mach ich jetzt auch mal. Ich gebe jetzt mal im sechsten Gang mal kurz Gas, hört mal hin. Jo Leute und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ja, heute mal eine ganz entspannte Abendrunde hier mit Moto Tarzan. Mit seiner Ducati Monster. Der mit seiner MIF Komplettanlage oder Endtopf, ich weiß ja gar nicht genau. Eine Endtopf, glaube ich. Was ist denn da los? Lass die Roller gehen! Du hast doch gerade ausfahren und die sind eh weg. Scheiße, egal. Du sag mal, hast du eigentlich Endtopf oder Komplettanlage? Warte. Eine Ewigkeit später. Ja, ich höre, Jay. Das macht keinen Unterschied. Das ist Euro gar nichts. Also sind das nur Rohre, die da weggehen. Das ist nur der Endverdämpfer. Man könnte mal sagen, das ist eine Komplettanlage. Ja, okay. Also er meinte gerade, da es Euro 0 ist, ist es quasi scheißegal, ob das jetzt Endschalldämpfer ist oder Komplettanlage. Also, ja. Fahr mal vor, Kollege. Aber ja, wir dachten uns so jetzt hier an diesem 12. Septemberabend. Heute ist nochmal gutes Wetter. Es waren heute 25 Grad. Und ab morgen soll es richtig scheiße werden. Ja, da muss man halt den Abend nochmal ausnutzen. Auch mit einem Video. Also klar, ich fahre so an sich auch öfter, also auch abends, einfach so teilweise auch so nach Feierabend, um mal ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Also ich nehme nicht immer ein Video auf. Herr Jay, ich dachte geradeaus. Okay. Ich darf einmal in meinem Leben Leute überholen. Komm, gib Gas. Also eigentlich wollte ich das nur gerade ausfahren, weil ich mal einmal einen Rollerfahrer überholen will. Weil hier in Großteil fahren jetzt nicht so viele Rollerfahrer rum. Und ja, deswegen erlebt man das seltener, dass man Leute überholt. Man hat schon was, jetzt mit dem Sonnenuntergang. Der schöne Ducati Monster. Achso, Jay, eben, hörst du mich? Ich sagte, eben wollte ich nur geradeaus fahren, weil ich Rollerfahrer überholen wollte. Ich aber auch. Hier? Hier? Ja, dann können wir halt nicht so schnell fahren, egal. So Leute, jetzt hier Ducati Monster, 34 PS gegen Yamaha MT-07 mit 48 PS. Okay, 3, 2, 1 und los! Ja, okay, ich habe gerade den Start leicht verkackt. Ich glaube, ich bin auch zu spät losgefahren.
merkt halt schon wohl den Unterschied jetzt zwischen 48 und 34 PS. Und falls sich jetzt Leute fragen, warum Moto Tarzan? Boah, alter Schwede, ist das gefährlich, wenn da Rollsplit liegt. Junge! Huch! Gerade ein bisschen. Rollsplit! Junge, ein bisschen unterschätzt, Alter! Ich hab sofort aufgemacht! Ja! Bei mir ist sogar mein ABS angesprungen! Ehrlich? Ja! Wo wollen wir? Links? Ja! Oh! Da hat man es ja schon wieder gesehen. Fakt ist ja auch, die MT07 hat einen sehr durchzugsstarken Zweizylinder. Boah, ey, auf TikTok sehe ich immer, wie sich voll viele Leute so auf den Winter freuen und so. So wegen, keine Ahnung, wegen Winterdecke und so, im Bett chillen und Netflix gucken. Sowas halt. Aber ich bin ehrlich, ich vermisse lieber den Sommer. Digga, wo ist er jetzt? Der Jay. Da hinten kommt er. Weil, was will ich jetzt als Motorradfahrer, Motovlogger mit dem Winter? Da kann ich nicht viel anfangen. Muss jetzt nicht mal Hochsommer sein, weil das ist teilweise zu warm zum Fahren. Links! Wie gesagt, Hochsommer ist teilweise echt immer zu warm zum Fahren. Aber so jetzt hier, September. So könnte es von mir aus das ganze Jahr über sein. Also klar, ab und zu heiße Tage, dass du mal schwimmen gehen kannst, das ist auch gut. Aber so jetzt, hier waren es heute 24 Grad. So jetzt abends ist es schon angenehm. So kann es von mir aus das ganze Jahr über sein. Boah, ist der untertourig gefahren. Mach nochmal. Oh, hier ein schöner Trabi. Boah, mach ich jetzt auch mal. Ich gebe jetzt mal im sechsten Gang mal kurz Gas. Hört mal hin. Alter! Das ist nicht gut, Leute. Macht das besser nicht nach. Ey, Jay! Geh mal, warte. Geh mal. Junge! Oha, grüßt der Mopedfahrer mich nicht mal. Also klar, wenn jetzt so, wenn das ein Sonntag ist und wenn so viele Motorradfahrer unterwegs sind und wenn man dann nicht jeden grüßt, kann ich verstehen, weil es teilweise immer richtig nervig, aber ich habe jetzt heute so gut wie noch keinen Motorradfahrer gesehen. Da hätte man sich ja schon begrüßen können, ne? Aber ja, muss ja selber wissen. Ich habe früher mal Kurven geübt. Hat Monster Bock? Was? Was? Was ist los? Wo wollen wir hin? Keine Ahnung. Geh nach Hause? Ich will nach Hause? Ja. Ich will nicht nach Hause? Nee, ich dich. Nee, du hast die letzten drei Mal nach. Nein, ich muss die nach Hause bringen. Weil ich Bock hatte, einmal durch die Stadt zu fahren. Lass mal mitten durch die Stadt fahren. Ja, Leute, abends mit einer lauten Karre durch die Stadt fahren, das ist so geil, ne? Gas geben! 3, 2, 1, los! Ja, okay. Das war ja wohl wieder schnell entschieden. Und wenn ich jetzt im ersten Gang losgefahren wäre, hätte ich noch bessere Werte erzielt, aber ja. Aber wie gesagt, kann man ja auch nicht wirklich vergleichen. 34 PS gegen 48. 14 PS Unterschied. Wenn seine Maschine jetzt 14 PS mehr hätte, also jetzt nochmal auf die 48 PS drauf, dann würde das dann genauso aussehen, nur halt dann andersrum. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich in einem Jahr ungefähr endlich auch offen fahren darf. Ja. Oh. Ja,
WTF. Mein Gott, mein scheiß Husten, ne? Ich weiß warum. Ich habe gefühlt jetzt seit Wochen oder Monaten, also eigentlich seit dem Sommerurlaub, einen Husten, den bekomme ich einfach nicht los. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einfach ein Abo da. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.